Ich wäre mal fast beim Geschlechtsverkehr gefilmt worden. Und zwar habe ich mal eine Person kennengelernt, so vor ein, zwei Jahren. Und ich habe mich halt mit der Person richtig gut verstanden. Jedenfalls haben wir dann auch angefangen, so eine Kennenlernphase zu haben. Wir haben jeden Tag telefoniert. Jedenfalls wollten wir uns dann auch irgendwann treffen. Und es wäre halt irgendwie klar gewesen, dass wir auch was gehabt hätten. Und das war aber alles cool bis zu dem Zeitpunkt. Bis ich dann an diesem einen Tag diesen einen Anruf von einer Freundin von mir bekommen habe. Und dann ging das alles den Bach runter. Rufte mich dann so an, die so, ja, kennst du bla bla bla, also die Person. Und dann ich so, ja, warum? Sie so, ja, ich muss dir was erzählen. Und ich so, okay, hau raus. Sie war halt so, ja, ihr trifft euch jetzt die Tage doch und wollt was machen, ne? Und ich war halt so, ja, warum, was los? Und auf einmal haut die einfach raus. Sie so, ja, triff dich bloß nicht mit der Person, weil die hat Kameras bei sich zu Hause aufgestellt. Person hat das halt jemand erzählt, weil die dabei Hilfe gebraucht hat, und die Person hat das halt meiner Freundin erzählt, weil das halt einfach krank ist. Und dann ist es halt rausgekommen, dass die Person mich quasi filmen wollte die ganze Zeit und dann auch noch beim Techtelmechtel. Und wieder die ganze Welt dann mein Schmingus-Dingus da unten gesehen hätte und mein Pfirsich. Also meine OnlyFans-Karriere wäre dann gestartet, aber sorry, wie krank ist das? Auf jeden Fall passt auf, mit wem ihr euch trifft und auch wo ihr euch trifft, weil es gibt kranke Menschen.